Sichtbarkeitsakademie.com für dein Marketing mit Herz. Hallo, mein Name ist Gabriele Lüger. Wenn das Jahr 2020 für dich genauso verrückt war wie für mich, dann habe ich jetzt was ganz Fantastisches für dich, nämlich den Produvi Club. Das ist ein 12-Monats-Programm und da geht es hauptsächlich darum, dass wir gemeinsam die Motivation aufrechterhalten, unsere Ziele zu erreichen. Weil nur dann bist du im nächsten Jahr, dann, wenn das Jahr rum ist, auch wirklich zufrieden mit dir und bist froh über die Sachen, die du erreicht hast. Und das muss natürlich nicht nur Business sein, Karriere und so weiter, sondern natürlich kümmern wir uns auch um die privaten Lebensbereiche, denn nur dann wirst du rundum glücklich sein. Denn es bringt dich auch nicht wirklich weiter, wenn du nachher ein florierendes Business hast oder erfolgreiche Karriere und dein Privatleben ist ein absoluter Scherbenhaufen. Deine Freunde haben sich verabschiedet, dein Partner, Partnerin ist nicht mehr da. Das bringt dich ja auch nicht weiter. Und deswegen in dem Programm, in dem Produvi Club, kümmern wir uns darum, dass du eine schöne Balance findest zwischen Privatleben, Karriere, Weiterbildung, persönliche Weiterentwicklung. Und alles und wie du das dann alles hinbekommst, das besprechen wir in diesem 12-Monats-Programm. Schritt für Schritt, jeden Monat gibt es dann noch so einen kleinen Punkt, den ich dir da noch als Zusatz mitgeben möchte. Und in jeder Monat von diesen 12 Monaten hat einen Fokusbereich. Und zum Beispiel in dem ersten Monat, da geht es um die Jahresplanung. Im 2. Monat kümmern wir uns um dein Vision Board, damit du deine Ziele, die du dir in der Jahresplanung gesetzt hast, auch schön visualisieren kannst. Im 3. Monat, da kümmern wir uns darum, welche Tools dir persönlich bei deiner Planung helfen. Mir ist aufgefallen, dass es ganz viele unterschiedliche Planungstypen gibt und deswegen werde ich da unterschiedliche Sachen vorstellen, wie du planen kannst für dich und welche Tools dich dabei unterstützen können. In dem nächsten Monat geht es darum, dass ich dir zeigen möchte, wie du ein 12-Wochen-Jahr erstellst. Da geht es darum, dass du am besten in 3 Monaten deinen Plan so aufstellst, dass du dann auch deine Ziele wirklich erreichst innerhalb von diesen 3 Monaten. 3 Monate kann man schön überblicken und das ist dann auch immer ein ganz toller Zeitrahmen, um sich wirklich umsetzbare Ziele zu setzen. Im nächsten Monat geht es darum, dass du deinen Fokus nicht verlieren solltest, wie du das machst, dass du bei deinen Zielen auch am Ball bleibst, dass du deine Ziele nicht aus den Augen verlierst und so weiter. Darum geht es in dem Monat dann. Dann in dem 6. Monat ist das erste halbe Jahr, ist die erste Hälfte des Jahres schon rum. Und da geht es dann um einen kleinen Rückblick. Was hast du schon oder was haben wir schon erreicht, was haben wir schon geschafft und so weiter. Und dann in dem 7. Monat geht es darum, wie kannst du es vermeiden zu prokrastinieren. Das heißt, wie schaffst du es wirklich, deine Ziele nicht mehr aufzuschieben, sondern wirklich Schritt für Schritt anzugehen. In dem Monat gibt es dann dafür ein paar Tipps und Tricks, wie du das besser umsetzen kannst. Dann kommen wir zu dem Thema, wie du deine Motivation aufrechterhalten kannst, auch im 8. Monat dann schon, weil manchmal ist es schwierig. Dann fangen an vielleicht die Ziele, dass sie dann so ein bisschen schwerfällig werden, dass man denkt, man kriegt es nicht so hin. Und die Ziele, dass sie vielleicht doch nicht so schnell und einfach umzusetzen sind. Und wie du da es schaffst, trotzdem am Ball zu bleiben, darum geht es dann hauptsächlich auch in dem Monat. Dann kommt der Monat Journaling. Wie schaffst du es, deine Ziele wirklich auch so zu visualisieren, dass du sie in dein Leben manifestieren kannst. Und dann kommt das Thema Visualisierung und Affirmation. Im 4. Monat des Produvi Clubs geht es um Hörbuchtipps und Buchtipps. Was kann dich noch weiterbringen in dem ganzen Bereich Ziele, Motivation? Wie werde ich besser und effektiver? Und wie kann ich auch mich weiterentwickeln? Darum geht es in dem Monat. Und dann im 6. Monat geht es um die Planung für das Folgejahr. Was lief gut, was lief nicht gut und so weiter, eine Reflexion. Und in diesem Produvi Club kriegst du als erstes auch die Jahresplanung. Das ist das Wichtigste, damit fangen wir an. Und da bekommst du dann auch einen Download-Bereich, wo du dir das downloaden kannst, wie du deine Jahresplanung aufsetzen kannst, wie du einen Rückblick vom letzten Jahr machen kannst und wie du dann dein kommendes Jahr planst.
Und das mache ich schon seit einigen Jahren. Ich bin total überzeugt davon und ich möchte das einfach in die Welt rausbringen. Und deswegen würde es mich super freuen, wenn auch du dabei bist bei dem Produvi Club. Wie gesagt, das ist ein 12-Monats-Programm in einem Abo-System und es würde mich mega freuen, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir ein fantastisches Leben. Bis dann. Tschüss.